Wir stehen hier vor einer Anlage unseres dunklen Tigerpythons. Tigerpythons sind wie alle Pythons und Boas Riesenschlangen. Riesenschlangen sind Würgeschlangen, das heißt, sie erbeuten ihre Futtertiere nicht durch Gift, sondern durch Erdrosseln. Tigerpythons kommen aus Asien und werden mit knapp 6 Metern sehr große Riesenschlangen. Unsere Esmeralda hier wird mit 4,50 Meter, ungefähr 20 Jahren und 25 Kilo schon zu den sehr großen Exemplaren gerichtet. Wenn ein Tigerpython genug Futter erbeutet hat, wächst er natürlich. Bei Reptilien ist es ein bisschen anders wie bei uns. Wir wechseln einfach unsere Kleidung. Bei Reptilien, vor allen Dingen bei Schlangen, ist es so, dass sie sich häuten müssen. Das heißt, sie streifen wirklich die alte Haut ab und die neue kommt zum Vorschein. Und wie genau das funktioniert, das gucken wir uns jetzt genauer an. Schlangen häuten sich im Gegensatz zu anderen Reptilien im Ganzen. Das heißt, sie kriechen aus der alten Haut heraus. Und damit das funktioniert, muss die Schlange vorne an der Schnauze erst den Anfang finden. Ist der Anfang gefunden, reibt sich die Schlange mit ihrem Kopf an einem Ast oder an einem Gestrüpp, bleibt die Haut hängen, kann die Schlange danach ganz langsam aus der alten Haut herauskriechen. Hier sieht man gerade, wie sich die alte Haut von der neuen Haut löst. Gut zu sehen ist dabei die farbenprächtige neue Haut. Gelegentlich wären wir darauf angesprochen, dass unsere Schlange trübe Augen hat. Das ist keine Krankheit, sondern ein sicheres Zeichen dafür, dass sie mit der Häutung beginnt. Die trüben Augen entstehen durch eine Flüssigkeit, die sich zwischen der neuen und der alten Haut bildet. Die Schlange erweitert und dehnt dadurch die alte Haut, um besser aus dieser kriechen zu können. Unmittelbar vor der Häutung verschwindet die Trübung des Auges, da die Flüssigkeit wieder abgebaut wird. Bei Tigerpythons dieser Größe dauert die tatsächliche Häutung ungefähr eine halbe Stunde. Aber mindestens 1 bis 2 Wochen vorher beginnen sich schon die Augen zu trüben und die Haut wird silbrig weiß. Hier sehen wir die Häutung des Tigerpythons in voller Länge. In der Mitte ist gut die Musterung zu erkennen, die man auf dem Rücken und auf dem Kopf sieht. Die Musterung der alten Haut ist immer identisch mit der neuen Haut. Links und rechts sind die beiden Hälften der Bauchschuppen zu sehen. Die Bauchschuppen sind deutlich größer und deutlich länger als die Rückenschuppen, denn auf diesen kriecht die Schlange daher. Wenn ihr wissen wollt, wie genau sich so eine Schlangenhaut anfühlt, könnt ihr gerne zu uns in den Tierpark kommen. Im Rahmen eines Kindergeburtstages oder eines Reptiliencamps könnt ihr die Schlangenhaut sogar anfassen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei uns im Tierpark und hoffentlich sieht man sich bald wieder.